Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einem neuen Video, quasi einem Wochenhaul. Und zwar habe ich dann doch wieder so ein paar Sachen, die ich euch zeigen möchte. Wird wahrscheinlich nicht ganz so lang werden, das Video, aber ich wollte es auf jeden Fall abdrehen, damit ich es wieder wegräumen kann. Zum einen zeige ich euch wieder ein paar Klamotten. Ich habe wieder so ein bisschen Kleiderkreise unsicher gemacht. Und zwar habe ich hier einmal eine Bluse von H&M. Das ist, ich weiß gar nicht, welche Größe, um ehrlich zu sein. Ich habe die bei 40-42 entdeckt, aber ich hoffe, dass sie auch passt. Ist halt so eine ganz normale weiße transparente Bluse, mag ich, ja. Und ja, habe ich gedacht, da greife ich mal zu. Dann das hier, aber das werde ich wieder verkaufen, weil das sitzt an mir. Ich habe die Bluse nicht anprobiert, aber ja, die meisten anderen Sachen, die werde ich wahrscheinlich auch wieder abgeben oder so. Schauen wir mal. Auf jeden Fall habe ich hier so ein Oberteil von Mango. Und das sieht ganz schön aus, aber an mir sieht das aus, als ob du willst und kannst nicht. Ja, das ist ganz cool, weil es hier so Nieten hat und eine neongelbe. Und das ist so ein bisschen used, aber wie gesagt, irgendwie. Ach, ich muss das nochmal anprobieren, weil es wäre ja schade drum. Dann habe ich hier so ein Oberteil von H&M. Also, es war ursprünglich von H&M. Ich mag die Farbe sehr, aber es ist ein bisschen kurz. Hätte ich das mal gewusst. Aber ich probiere damit noch ein bisschen rum, weil einerseits, weil so die Farben könnten mir doch gut tun, gut stehen. Aber ich finde mich heute sehr blass geschminkt irgendwie. Ja, doof. So, dann habe ich ein Oberteil, was ich die ganze Zeit gedacht habe, das ist verkehrt rum. Und zwar von Vero Moda. Ist ein T-Shirt. Ja, so, dann ein Oberteil. Und ja, das sieht so aus. Ist so ein grünliches, was so leicht transparent ist. Und hier oben an den Ärmeln ist so Glitzer dran. Und auf der Brust ist ein Täschchen. Ja. Und ein Kleidchen von Esprit. Und das sieht ganz süß aus. Das ist obenrum schwarz. Ja, so wie so eine Art Tanktop. Und dann geht das halt ab der, unter der Brust, sage ich jetzt mal, ist das mit Gummizug. Und dann geht das halt so bis über den Knie, würde ich sagen. Und das sieht ganz schön aus. Ja, das sind so Teile, die klamottenmäßig ich erstanden habe. Ja, dann habe ich hier das da nochmal. Ich liebe ja Bath & Body Works Body Sprays. Allerdings werde ich das, was ich in meinen fünf Produkte, einen Monat Dings drin habe, werde ich auch aussortieren. Ich habe hier im Moment schon eins im Kleiderkreis drin, und zwar heißt es Sunshine, glaube ich. Naja, es sind halt dann einfach nicht meine Sorten, aber ich finde halt Bath & Body Works Body Spray super. Ich habe hier Lavendel und Sandalwood gefunden und das musste ich dann natürlich auch direkt haben. Ja, riecht halt nach Lavendel und Hölzern. Richtig gut. Richtig sehr gute Kombination. Genauso wie Halleluja. Ich war schon Ewigkeiten, war ich im Kleiderkreisel, habe ich mir den immer wieder überall beobachtet. Wollte immer tauschen, aber kaufen war immer so, wollte ich nicht, ne? Und gucken, was ich jetzt habe. Und zwar den Laguna Bronzer. Ich habe gerade ein NARS-Produkt aussortiert, ja. Den Deep Throat. Und habe jetzt ein NARS-Produkt mehr wieder. Muss ja ausgeglichen sein. Und zwar ist das dieser Laguna Bronzer. Den trage ich heute nicht. Ich trage heute den Hoola Bronze, weil der in meinem 5-Projekte-Dings drin ist. Aber Leute, der ist so schön. Den habe ich tatsächlich schon zweimal verwendet. Das ist diese Farbe hier. Voll schön. Ich bin so begeistert, dass ich ihn jetzt endlich habe, weil ich war schon, wie gesagt, lange scharf drauf. Muss ich gleich einsortieren. Dann habe ich für alle, ne, habe ich wieder eine Kerze für mich geholt, und zwar die Mountain Lodge. Die hatte ich früher auch schon mal. Das ist das gleiche Prinzip wie beim letzten Haul irgendwann. Ich habe in dieser Wohnung halt, nimmt meine Nase sehr viele Düfte wahr, die ich in meiner anderen Wohnung nicht wahrgenommen habe. Und deswegen durfte die dann auch nochmal her. Ich habe mir die jetzt gebraucht gekauft. Ja, sehr, so ist das ein super angenehmer Duft. Da freue ich mich wieder drauf. Und die Duftkerze hat auch schön viel Duftöl, wenn man das sehen kann. Und ja, da habe ich mich gefreut, dass ich die nochmal ergattern konnte. Und jetzt zeige ich euch Produkte, die ich zugeschickt bekommen habe. Ich habe tatsächlich wieder von kostüme.de.com habe ich wieder Kostüme zur Verfügung gestellt bekommen, weil ich auf einer Motto-Party eingeladen bin, und zwar auf einem Ritterfest. Da werde ich auf jeden Fall noch ein Video zu machen, wie das angezogen und so weiter aussieht. Ja, und die Kostüme wollte ich jetzt gerne mal zeigen, weil ich finde wirklich, also ohne
jetzt, dass ich viel Laverei und so weiter, ich würde keine Kooperation mit Firmen eingehen, wo ich nicht hinterstehe. Na, also ich bin ja ein kompletter Karnevalskostümfreak. Ja, ich kann euch gerne mal Kostümvideos in der Infobox verlinken. Also wenn es irgendwelche Motto-Partys ansteht, ne, bin ich immer dabei. Ich bin immer mit Herz und Seele dabei. Ich liebe es einfach, mich zu verkleiden. Und damals ist einfach mal kostüme.com auf die Idee gekommen, mich anzuschreiben und mir ein Kostüm anzubieten. Und seitdem stehen wir im ständigen Kontakt und ich darf mir halt, sobald Halloween oder Karneval ist, darf ich mir mal was aussuchen. Und zuletzt von meinem letzten Video, von dem Steampunk-Video, waren sie so angetan, dass sie zu mir gesagt haben, du gehörst zur Kostüme-Familie und wenn du mal irgendwas hast, melde du dich. Ja, und jetzt kam tatsächlich eine Motto-Party auf uns zu und da habe ich ganz frech einfach mal gefragt und sie haben mir wieder Kostüme zur Verfügung gestellt, wofür ich wirklich sehr dankbar bin, weil ich finde wirklich, die Kostüme sind nicht diese, es gibt da auch billige Kostüme, so. Ja, also es gibt da wirklich Kostüme, wo man denkt so, ja, die Kostüme, die kriegt man überall, ne? Da, wo man 20 Euro für bezahlt, was auch ordentlich Kohle ist für so ein bisschen Lappen, ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Kostüme, die ich bisher gekriegt habe, hier Chris, mein bester Freund, hat auch schon Kostüme gekriegt, der war auch total angetan davon. Jedes Mal habe ich das Gefühl, dass die Qualität dieser Kostüme irgendwie mega gut sind. Also, ich zeige euch jetzt gleich wieder die Sachen, die ich bekommen habe. Mein Freund zum Beispiel hat beim Steampunk, also ich weiß nicht, wir haben halt bei so einem Kostümwettbewerb den zweiten Platz gemacht, ja. Weil das sah ja auch wirklich mal richtig hochwertig aus, mal ganz im Ernst. Also wie gesagt, ich würde euch keinen Bären aufbinden, wenn mir irgendwas nicht passt, dann würde ich die Kooperation abbrechen und nicht mehr weitermachen. Aber da ich so angetan bin von dieser Firma, möchte ich euch die auf jeden Fall ans Herz legen, wenn ihr mal ein Kostüm braucht, dass ihr da mal schaut. Und jetzt hole ich die Kostüme mal, weil ich habe die nämlich vergessen. So, da bin ich wieder. Und zwar habe ich, ich konnte mich nicht entscheiden und da ich halt immer ein Budget bekomme, habe ich mir dann so das eine oder andere bestellt, um anzuprobieren und zu gucken. Und Karneval ist ja auch nicht mehr lang. Und ja, auf jeden Fall habe ich mir eine Krone, das ist das Wichtigste, ja. Eine Krone habe ich mir geholt, die man sich schön aufsetzen kann, um, wenn man zum Beispiel als Königin geht. Das ist jetzt keine Kinderkrone, das ist halt tatsächlich eine Krone für erwachsene Menschen, ja. Und ja, ich hatte nämlich vor, weil wie gesagt, Ritterfest ist es, entweder als Magd zu gehen oder irgendwas Königliches, da mein Freund halt als Ritter geht. Und ja, ich werde ihn natürlich zum Ritter schlagen. Er hat sich ein Schwert ausgesucht, ja. Excalibur für Arme. Er hat einen Helm, ne, mit Visier. Ziemlich cool, also das ist der Helm. Er hat ein Ritterkostüm. Das Ritterkostüm wird so aussehen. Ja, und so von der Machart her ist das Kostüm, er hätte sich das auch kleiner holen können, aber gut. Von der Qualität her ist das halt ein Kostüm, was man halt auch bei Daitos oder sonst irgendwo finden kann, finde ich. Das ist halt einfach ein hochwertiges Kostüm, was nicht dieses, was direkt reißt, was ihr mehrere Jahre tragen könntet. Ja, allerdings würde ich dafür jetzt zum Beispiel nicht mehr als zum Beispiel 50 Euro ausgeben. Ich kann euch jetzt nicht sagen, wie viel das kostet, aber es ist vom Material, wie gesagt, ein Stoff, den man häufiger anziehen kann, der ein bisschen widerstandsfähiger ist, ohne dass ihr so macht und es reißt. Wisst ihr, was ich meine? So, da gehört übrigens auch eine Hose zu, die dann ein bisschen... Die ist ein bisschen doof, finde ich, weil das ist so eine Samthose, ja, und Männer und Samt ist ja so eine Sache, ne? Da hätte man sich vielleicht so eine normale Stoffhose, wäre vielleicht ganz gut dazu. Gut, kann man nichts machen. Und dann hat er sich noch schwarze, diese, wie nennt man das so, diese Bootüberzieher geholt, ne, damit das zusammenpasst. Und nun mein königliches Outfit. Es ist ein Megakleid. Leute, ich habe wirklich selten so eine geile Qualität beim Kostüm gehabt. Ich glaube, das habe ich euch schon mal gesagt, bei ich weiß nicht mehr, welches Kostüm das war. Aber es ist ein mega... Ah, jetzt ist die Farbe besser. Es ist ein dunkles Rot an Samt und ja, so ein Velour... Nee, Velourstoff ist es auch nicht. Also hier vorne ist das
so wie so eine Art Wildlederstoff, richtig fest, richtig geil. Die Arme sind aus, hier, ist aus so einem Samtstoff. Und dann gehen die hier, aus, wo die wieder auseinandergehen, ist das wieder dieses Wildleder. Also richtig festes Material. Die Borde ist aus so einer goldenen Spitze. Und diese Spitze, die findet sich halt auch wieder im Dekolleté wieder. Und es ist halt mega lang. Ich habe mir da die Größe, wartet mal, XL, glaube ich, genommen. Ja, XL genommen. Hätte auch L gereicht. Aber es ist halt wirklich mega lang und das sieht so fantastisch aus. Vor allen Dingen kommt da noch so ein Gürtel drauf, sodass man, sodass das so eng anliegender ist. Und das sieht richtig schick aus. Und da tendiere ich zu, dass ich halt dieses Kleid anziehe, wenn mein Freund dann Ritter ist. Ich denke, das wird hinhauen. Wollte ich gleich auf jeden Fall nochmal anprobieren. Aber wie gesagt, es kommt dann auf jeden Fall ein Video dazu. Ich ziehe mal kurz die Krone wieder ab. Dann habe ich hier ein Kleid, das besteht aus zwei Teilen. Und zwar aus einem Rock mit einer Schürze. Und mega authentisch, dieses Kostüm. Und zwar soll das eine Magd sein, so eine Bäuerin. Das Oberteil da drauf ist eine Blusen, so ein blusenähnliches Teil. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass das richtig cool aussieht. So, ich finde das fast noch cooler als Königinnen. Also als die Königin, weil es einfach sehr authentisch ist, dieses Kostüm. Ja, ich finde das mega geil. Aber, ja, was soll ich sagen? Ich finde halt so Ritter passt dann doch besser die Königin. Ja, auf jeden Fall ist das so eine Bluse, wie man das halt von so ärmlichen Verhältnissen aus dem Fernsehen kennt. Und dann ist da drauf, wo ist es denn? Ah, hier. Und da drauf zwischen, weil das steckt man sich so in die, in den Rock rein. Und da drauf kommt dann halt in der Mitte dieser Gürtel hier. Und das sieht so mega hübsch aus, dieses Kostüm. Das muss ich dann auf jeden Fall Karneval mal tragen, weil das, ich glaube, das kostet um die 40 Euro und ich finde, das ist so eine coole Qualität. Das fühlt sich so an wie Leinen. Ich weiß auch gar nicht, ich guck mal nach. Ich habe da eine große Größe genommen. Ach, boah, Wahnsinn. Das ist sogar aus 55% Leinen. Also Leinen ist teuer mal so nebenbei, ne? Und 45% Viskose. Richtig geil. Also ich fand dieses Kostüm, es hat mir sehr gut gestanden, finde ich. Ich hoffe mal, dass ich euch auf jeden Fall gegen Karneval, wenn ich mich nicht dafür entscheide, dass ich euch davon auf jeden Fall auch ein Video drehe. Weil, hallo, das war so schön. Das war so mega genial. Und dann habe ich hier noch ein Kostüm mir ausgesucht. Das werde ich allerdings ein bisschen ändern, weil so finde ich es grottig. Ja, so. Und zwar ist das ein, auch so ein Kleid, ja, das, so wie das hier aussieht. Kommt das, ich muss mal ganz kurz gucken, ist das hier? Ja, kommt das auch rüber, allerdings das hier sieht überhaupt nicht orange aus, sondern wie man hier sehen kann, ist es so goldig, ja. Naja, das hat mir nicht so gefallen, weil ich habe mir schon gedacht, ich hätte das schon ganz gerne so gehabt. Vor allen Dingen finde ich das auch cool mit diesem Puffärmelchen hier, das hat halt was Königliches an sich, ja. Und ich finde es ziemlich cool, vor allen Dingen dieser Kragen ist halt wirklich ein, so, der Kragen ist halt tatsächlich ein Stehkragen, so wie es sich gehört. Richtig cool, ja, bei solchen Kostümen. Und so an sich ist es halt nicht so qualitativ hochwertig wie das rote. Weil das ist halt schon dünner, ne? Und, aber es sieht natürlich trotzdem cool aus. Aber hier dieses hier, ja? Dieses, was die, wisst ihr, was ich meine? Hier dieses Ding, was da so drüber ist, ja? Was halt früher die, ich zeig euch das mal hier, was halt früher die Damen so anhatten, ja, dieses über die Hüfte. Die Dame, die auf dem Foto hier ist, ist wahrscheinlich sehr ultra, ultra schlank. Und wenn du Hüften hast, brauchst du sowas eigentlich nicht mehr. Also ich sehe so da drin aus. Aber wahrscheinlich auch nur, wirklich nicht, weil ich dick bin, sondern wahrscheinlich nur, weil unter diesem Ding noch Tüll ist. Und das werde ich mir abschneiden, damit das ganz normal sitzt und nicht noch geplustert ist. Ja, ich will das einfach nur da drüber haben und dann ist es auch ein total schönes Kostüm. Ja, also ziemlich cool. Ja, ich finde das Kostüm auch sehr schön. Nur wie gesagt, mit diesen Hüftdingen finde ich irgendwie, oh, hätten die auch sein lassen können. Übrigens ist da noch so ein Kopfschmuckding bei, was ich aber auch voll überflüssig finde irgendwie. Ja,
das war auf jeden Fall von kostüme.com und dann habe ich, ich weiß nicht, was los ist, ich finde das super, ja, also steinigt mich deswegen nicht, weil ich das angenommen habe, weil ich freue mich tatsächlich, dass ich mal was testen durfte. Und zwar hat mich eine amerikanische Firma angeschrieben, werde ich euch jetzt nicht viel zu sagen, ich wollte sie euch nur mal zeigen, und zwar heißt die Firma Charlotte Lacroix. Ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist. Es ist eine, das Produkt kommt aus Amerika, aber ist eine französische Firma, glaube ich. Ja, sowas in der Richtung. Also per Post kam auf, die Post kam auf jeden Fall aus Amerika. Ich musste zum Zoll und so weiter, war total ätzend, ja. Aber ich habe eine Hautpflegereihe von ihnen zur Verfügung gestellt bekommen, die ich jetzt gerade im Moment seit einer Woche ungefähr am Testen bin, und sie ist halt für... Die ist halt für trockene Haut, weil da ist Arganöl mit drin. Und als ich Arganöl gehört habe, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich direkt solche Augen gekriegt. Und als man mir gesagt hat, ich könnte sie halt kostenlos testen. Ja, wie gesagt. Ja, als ich dann gehört habe, ich darf kostenlos testen und da ist Arganöl drin und das ist gut für die Haut und luxuriöse Marke, da dachte ich direkt, ich darf was Luxuriöses testen. Oh mein Gott, wie schön ist das denn, ja? Ich habe mich geschmeichelt gefühlt und ich habe ja gesagt. So, und jetzt teste ich das erstmal. Und im Moment finde ich, geht meine Haut sehr gut. Ich habe immer noch Pickelchen wegen der Nivea, die ich gerade abgesetzt habe. Aber ich kann da halt noch nicht großartig was zu sagen. Ich wollte euch nur zeigen, dass es im Moment etwas gibt, was ich teste. Und zwar habe ich nämlich, das da, um ehrlich zu sein, habe ich noch nicht verwendet, weil ich weiß nicht, wofür das sein soll. Das ist wohl gegen Altersflecken oder Flecken wie Sommersprossen und so, aber ich finde das jetzt nicht schlimm in der Sommersprossen, ja. Und zwar ist es halt ein Day Spot Treatment Gel. Sieht so aus. Die Flaschen, die kommen halt auch ziemlich schick daher, muss ich dazu sagen. Dafür, ich glaube, die sind auch relativ teuer, die Sachen. Ja, dafür sind die allerdings doch etwas zu günstig gestaltet, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil so ein Tiegel... Ja, weiß ich nicht. Sieht jetzt nicht so hübsch aus, um ehrlich zu sein, ja. Aber der Inhalt zählt ja in erster Linie. Aber gut, da habe ich... Oh. Ich habe halt eine Nachtcreme dazu gekriegt. Das ist dieser Pot hier. 50 ml ist da drin. Und was ich allerdings gut finde, die sind tierversuchsfrei, parabenefrei und so weiter und so fort. Dann habe ich die dazugehörige Firming Day Cream, also hautstraffend sogar noch dazu. Dann das Firming Face Serum, das nehme ich halt auch immer vor der Tagescreme. Die Flasche finde ich allerdings hübsch, die ist richtig cool gemacht, die ist auch sehr hochwertig, sieht die aus. Pumpspender, die finde ich schick, die anderen finde ich von der Packung her nicht so gelungen. Und dann am Schminktisch stehen habe ich hier diese ölfreie feuchtigkeitsspendende Creme, die habe ich auch noch dazu gekriegt. Also 5 Produkte zum Testen finde ich ganz cool. Und werde euch ja... Entschuldigung, dieses Handy geht mir gerade voll auf den Keks. So, lautlos. Auf jeden Fall werde ich euch auf jeden Fall berichten, wie das ist, weil ich werde noch keine, wie nennt man das? Weckenden Hunde? Nee, schlafenden Hunde wecken? Genau, heißt glaube ich so. Bevor ich nicht weiß, wie die Cremes sind. Ich wollte euch nur zeigen, was ich neu habe. Ja, okay, meine Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Tschüss.